Wir sind gerade auf Gut Königsmühle. Gut Königsmühle ist in Dortmund-Mengede und es ist traumhaft schön für Kinder. Es ist ein Ort für Kinder mit unwahrscheinlich vielen Möglichkeiten. Und gerade jetzt in den Sommerferien bietet die Stiftung Help and Hope Ferienspiele an. Und ich habe mal 2 Wochen gesagt, kann ich doch bestimmt irgendwas helfen. Und zack, haben sie mich in eine Küche eingeteilt. Habe also von morgens an Gemüse geschnippelt, was wir hier direkt aus der Demeter-Gärtnerei bekommen haben. Habe mit in den großen Kochtöpfen gerührt und heute am Freitag haben wir Würstchen gegrillt. Das ist echt ein Erlebnis, gerade für die Kinder, die nach so vielen Entbehrungen mit Corona jetzt wirklich wieder hier frei toben können auf den Spielplätzen, in ihren Gruppen. Und man merkt einfach, wie die aufblühen und wenn dich die Kinder anlächeln und dann auch noch sagen, das Essen hat geschmeckt, dann fährst du glücklich nachmittags, wenn auch ein bisschen erschöpft, wieder nach Hause und freust dich auf den nächsten Morgen wieder hier zu sein. Und diese Woche haben wir eine Riesenattraktion hier, denn wir haben den Zirkus Soluna zu Gast und der übt mit den Kindern gleich für die Eltern echt eine tolle Aufführung. Die Stiftung hat ja das Motto, Kinder sind unsere Zukunft. Und hier sieht man es wirklich, welche Entbehrungen in der Corona-Zeit auch zu seelischen Störungen führen und wie die Kinder hier behutsam wieder aufgefangen werden durch das pädagogische Personal. Und da sieht man wirklich, welch Kleinarbeit da geleistet werden muss. Das ist eine tolle Arbeit, die hier geleistet wird. Und wie gesagt, jedes Lächeln, das gibt einem so viel von den Kindern. Und ich hoffe, dass wir das lange noch weitermachen können. Ja, also ich bin Sandra Heller von der Stiftung Help and Hope und bin Vorstandsvorsitzende, das jetzt schon inzwischen seit 10 Jahren. Ja, und wir befinden uns hier auf dem schönen Gut Königsmühle, was wir vor 5 Jahren gekauft haben. Und das ist halt inzwischen ein wirklich toller, großartiger Ort geworden, wo Kinder sich wohlfühlen können, wo auch vor allen Dingen alle Kinder willkommen sind. Und ja, es gibt hier viel zu erleben, viel zu entdecken. Wir haben Projekte gerade auch vor allen Dingen zum Thema Natur, zum Thema Ernährung, Bewegung. Wir haben vor 2 Jahren einen riesengroßen, tollen Spielplatz hier aufgebaut. Der ist so der Magnet für die ganzen Kinder. Und ja, es gibt jetzt gerade aktuell die Ferienwochen. Also in den 6 Wochen haben wir über 450 Kinder hier vor Ort, die wirklich so viel Tolles erleben. Und ja, vor allen Dingen auch natürlich von uns fleißig bekocht werden. Also ja, ich denke, es ist eine Menge.